Ahoi Hydro-Piraten, es gibt wieder einige coole und viele News bezüglich Pokémon Schwert und Schild. Bleibt dran, denn es ist sehr spannend. Bis nach dem Intro. Viel Spaß. Bei der aktuellsten Ausgabe der CoroCoro gab es schon einen kleinen Spoiler auf dem Cover. Ja, die Rede ist von den neuen 4 Gigadynamax Pokémon und das mit alten bekannten Gesichtern, nämlich Mauzi, Glurak, Pikachu und Evoli. So, jetzt habt ihr das Bild gesehen, aber es geht noch ein Ticken spektakulärer, nämlich in Videoform sieht das ziemlich geil aus. Schaut euch bitte dieses verdammt geile Glurak an. Wow, Lava, Feuer, es leuchtet. Boah, geil, ein richtiger Koloss, ey. Und das sieht aus, als hätte man Bowser mit Glurak irgendwie gemischt. Geil. Es hat jetzt aber 2 Mega-Entwicklungen und eine Giga-Dynamax-Form. Ob da die anderen Starter, also Bisaflor und Turtok mitziehen werden, das wissen wir nicht. Alle Feuerattacken von Glurak werden dann in der Giga-Dynamax-Form zu Giga-Feuerflug. Diese Attacke fügt 4 Runden lang Pokémon-Schaden zu, wenn sie nicht vom Typ Feuer sind. Schaut euch mal Pikachu an. Ja, genau so ein Plüsch habe ich hier gerade neben mir liegen. Das ist das ganz alte Pikachu-Design. Man erhält es nur, wenn man Spieldaten von Pokémon Let's Go hat. Alle Elektroattacken werden dann in seiner Giga-Dynamax-Form zu Giga-Blitzhagel. Diese Attacke fügt nicht nur Schaden zu, sondern paralysiert alle Gegner. Wirklich alle. Krasser Shit. Giga Dynamax Evoli wird ziemlich flauschig und man erhält es nur, wenn man Spieldaten von Pokémon Let's Go besitzt. Alle Attacken vom Typ Normal werden dann in der Giga Dynamax Form zu Giga Gekuschel. Diese Attacke macht Schaden und hat den Anziehungseffekt. Das heißt, wenn die Gegner das andere Geschlecht von Evoli haben, dann verlieben sie sich in Evoli und es kann sein, dass sie dann manchmal nicht angreifen. Jetzt kommt Giga Dynamax Meppo. Alter, ich muss sagen, es sieht richtig geil aus. Ich mag sowieso alles, was so leuchtet oder neonmäßig ist und das Teil ist so. Ich meine, es musste so kommen. Bibo hatte ja auch eine Mega-Entwicklung und Smetmo muss irgendwie mitziehen können. Alle Attacken vom Typ Käfer werden dann zu Giga-Benebelung. Alter. Such dir doch einen Anästhesisten, verdammt! Ja, diese Attacke geht dann nur, wenn Smetmo eine Giga-Dynamaximierung vollzieht. Sie macht nicht nur Schaden, sie verteilt auch noch Flügelstaub, wo Gegner dann Vergiftung, Paralyse oder Schlaf bekommen. Giga-Dynamax Mauzi. Was zum Henker. Wenn ich es noch länger ziehe, wird es dementsprechend dünner, dann kann ich gleich Geige drauf spielen. Dieses Mauzi bekommt ihr aber dann nur, wenn ihr Frühkäufer seid, also wenn ihr es bis zum 15. Januar abholt. Alle Normalattacken werden dann in Mauzis Giga Dynamax Form zu Giga Münzregen. Diese Attacke fügt Schaden zu, verwirrt deine Gegner und lässt Münzen regnen. Das heißt, ihr bekommt nach dem Kampf besonders viel Kohle, Asche, Schotter, Frösche, Kröten, Mäuse, Zaster, Moos. Wird immer besser, oder? Habe ich schon was doppelt? Auf eure Meinung bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Schreibt mir doch mal in die Kommis, wie findet ihr die neuen Giga Dynamax Formen? Ich bin so ein bisschen mit gemischten Gefühlen ins Spiel rein, weil, ach, ich sag mal, Mauzi muss jetzt nicht sein. Pikachu ist eine süße Idee, so eine Nostalgie-Idee an früher. Ja. Ich sag mal, bei Smetbo, ja, wurde Zeit. Sieht aber auch ein bisschen cool aus, muss ich sagen. Evoli, naja, es hat schon so viele Entwicklungen und man hat ja schon so viel mit dem Vieh quasi schon gemacht und gearbeitet. Müsste auch nicht sein, sieht aber süß aus. Na, ich denke, bei Glurak ist es eher so eine Art Marketing-Sache. Es ist nun mal das Lieblings-Pokémon von ganz vielen und es hat ja auch so eine gewisse Art Statussymbol. Ich weiß. Aber das Ding ist, man hat schon viel mit Glurak gearbeitet. Es hat Z-Moves, es hat 2 Mega-Entwicklungen, es hat hier, es hat dort. Es muss nicht sein. Ich finde es nur gut, dass es Gott sei Dank geil aussieht. Also, ich finde, dass es geil aussieht. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommis, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Haken nach oben da lassen und ein Abo nicht vergessen. Das wäre mega. Arrow, Glocke auch aktivieren, nicht vergessen. Dann würde ich sagen, Hydro-Piraten, werft den Ball nicht zu weit, euer Tenmaru. Ciao.